Ich habe gehört, das sage ich mit einem Augenzwinkern, dass die wichtigsten Personen, wir sind alle wichtig, schon da sind. Seien Sie herzlich gegrüßt nach unserer Mittagspause. Ich hoffe, es hat Ihnen allen gut gemundet und wir sind jetzt gestärkt für die Fortsetzung unserer Sitzung. Ich rufe auf Top 44 der Antragfraktion Die Linke. Pflege geht uns alle an. Drucksache 20-8397. Dies ist auch zugleich der Setzpunkt der Fraktion Die Linken. Und ich rufe als erstes Frau Böhm auf. Ja, natürlich. Aber da habe ich auch keine Frage gemacht. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, ich hoffe, die Reihen werden sich noch füllen. Es geht schließlich um ein wichtiges Thema. Heute ist der Internationale Tag der Pflege. Es ist der Tag, um die Leistung von Menschen für diese Gesellschaft zu würdigen. Menschen, die tagtäglich Angehörige oder auch andere nahestehende Personen pflegen. Danke schön. Die sich in Einrichtungen der stationären Pflege, in Kliniken, in Senioreneinrichtungen oder bei Menschen mit Beeinträchtigungen in der ambulanten und in der teilstationären Pflege dafür einsetzen, dass andere ein Leben in Würde führen können. So viel Würde wie nur möglich. Wir als LINKE wollen diese Leistungen heute würdigen, indem wir konkrete Vorschläge machen, wie die Bedingungen für pflegebedürftige Menschen und die Pflegekräfte tatsächlich die Würde für alle garantieren. Dazu gehört, es darf nicht sein, dass keine Zeit ist für die notwendigen Handgriffe und die Kommunikation. Es darf nicht sein, dass Familien nicht wissen, wie sie die Betreuung und Pflege der Angehörigen organisieren, ohne selbst dabei krank zu werden. Dazu gehört, dass Pflegekräfte gerne im Beruf bleiben, weil sie ihn lieben, aber auch, weil sie wissen, dass sie nicht selbst unter dem Arbeitsstress, der Unzufriedenheit mit den Arbeitsabläufen und der Unvereinbarkeit mit Familienleben leiden müssen. Alle diese Themen werden gerne von Seiten der Landesregierung auf andere geschoben, auf die Krankenhäuser, die Krankenkassen, die Pflegeversicherung und natürlich die Kommunen. Die eigene Verantwortung wird meistens verneint. Wir sind allerdings der Meinung, dass die Pflege von Menschen so relevant ist und eine solche brisante Entwicklung nehmen wird angesichts älter werdender Bevölkerung mit Multimorbidität und immer weniger Pflegepersonal, dass wir eine große gemeinsame Anstrengung brauchen, um diese klaffende Wunde in der Gesellschaft zu schließen. Und ich möchte mit dem Pflegenotstand beginnen. Fakt ist, dass wir in Hessen mindestens 12.000 Vollzeitpflegekräfte fehlen. Und das ist die allervorsichtigste Berechnung. Das betrifft auch die Kliniken. Wir haben über die Arbeitsbedingungen der Kolleginnen ja mehrfach gesprochen. Deutlich machen uns die Pflegekräfte im Saarland, in Rheinland-Pfalz, in Berlin und aktuell in Nordrhein-Westfalen, dass Entlastung in den Kliniken unbedingt erforderlich ist. In Nordrhein-Westfalen streiken gerade die Kolleginnen in 7 Unikliniken seit einer Woche. Und auch in Hessen wird es Arbeitskämpfe in den Krankenhäusern geben. Da bin ich mir sicher. Mit der aktuellen Belastung im Arbeitsalltag brechen Auszubildende bereits in der Ausbildung ab, weil sie sich der Arbeitsbelastung nicht gewachsen sehen, verlassen Pflegekräfte scharenweise den Beruf. Das bedeutet, 5 Jahre nach der Ausbildung ist nur noch die Hälfte der Beschäftigten da. Andere gehen unfreiwillig in Teilzeit, um der Belastung zu entgehen und bei den unvorhergesehenen Arbeitszeiten die Vereinbarkeit mit der Familie und anderen wichtigen Angelegenheiten zu vereinbaren. Das Land hat die Verantwortung dafür zu sorgen, dass die Ausbildung in der Pflege gute Rahmenbedingungen hat. Da schockt es schon, wenn 25 bis 30% der Azubis die Ausbildung abbrechen.
Fehlende Anleitung der Berufseinsteigerinnen und hohe physische und psychische Belastung sind nur zwei Gründe dafür. Wenn ich höre, dass die Azubis an den Tagen der theoretischen Ausbildung nicht einmal ans Handy gehen, weil sie Angst haben, dass sie dazu gedrängt werden, nach der theoretischen Ausbildung noch einmal eine Schicht in der Klinik zu machen, dann kann ich das auch nachvollziehen. Hier wäre das Mindeste von der Hessischen Landesregierung, die im Pflegeberufegesetz vorgeschriebene Ombudsstelle in der generalistischen Pflegeausbildung in Hessen umzusetzen. Und wir fordern Sie auf, das wirklich endlich jetzt zu machen. In den Pflegeschulen fehlen Lehrkräfte. Hier ist die Landesregierung gefordert, dafür zu sorgen, dass es mehr Studierende im Masterstudiengang gibt, sodass sich die Pflegeschulen nicht die Lehrkräfte aus den anderen Bundesländern zusammensuchen müssen. Es gibt viele Schulen in Hessen, die haben keine einzige Pflegekraft, die tatsächlich aus Hessen stammt, sondern nur aus den benachbarten Bundesländern. Aber ein wichtiger Punkt ist die Rückgewinnung von Pflegekräften, die aus dem Beruf ausgestiegen sind oder in Teilzeit sind. Vor wenigen Tagen wurde die Studie vorgestellt, ich pflege wieder, wenn... Sie konnte vermelden, dass konservativ gerechnet 302.000 Vollzeitäquivalente wiedergewonnen werden könnten, wenn die Bedingungen stimmen. Heruntergerechnet auf Hessen wären das ungefähr 40.000 Pflegekräfte. Die wichtigsten Ansprüche der Kolleginnen sind fairer Umgang untereinander und Wertschätzung durch die Vorgesetzten. Aber nahezu gleichrangig sind die bedarfsgerechte Personalbemessung und mehr Zeit für die menschliche Zuwendung. Die Ergebnisse dieser Umfrage müssen doch Motivation für alle sein, alles dafür zu tun, die Kolleginnen wieder zu gewinnen. In Hessen, von der Hessischen Landesregierung, erwarten wir bessere Arbeitsschutzkontrollen und den Einsatz des Landes für eine vernünftige Personalbemessung in den Kliniken. Die Pflegepersonalregelung PPR 2.0 ist sofort auf den Weg zu bringen und natürlich auch eine bessere Personalbemessung in den Langzeitpflegeeinrichtungen. Aber die Landesregierung hat noch mehr zu tun, um die Pflege zu stärken. Gerade wenn die Schere immer größer wird zwischen den pflegebedürftigen Menschen in Hessen und immer weniger Pflegekräften, ist die Prävention eine wichtige Angelegenheit. Mir ist echt schleierhaft, warum die Landesregierung sich auf eine geriatrische Reha lediglich in allgemeinen Kliniken konzentriert und nicht oder kaum die Möglichkeiten einer spezialisierten Rehabilitationsklinik für Menschen nutzt. Gerade nach einer Erkrankung wieder auf die Beine zu kommen, hat eine große Bedeutung. Menschen möchten ja möglichst lange selbstständig in ihrer gewohnten Umgebung bleiben, und das sollen sie auch. Seit Einführung der Pflegeversicherung sind die Länder als Träger der Sozialhilfe verpflichtet, sich an den Investitionskosten der Pflegeeinrichtungen zu beteiligen. Allerdings ist das auch bundesweit, sieht es nicht gut aus. Statt 5 Milliarden Euro sind es bundesweit keine 800 Millionen, aber in Hessen waren es 2018 nur noch 400.000 Euro. Und seit 2015 gibt es in Hessen gar keine Möglichkeit, neue Anträge zu stellen. Also Hessen hat die investive Förderung völlig eingestellt. Die wenigen zinslosen Darlehen bieten keine Alternative. Und ich fordere die Hessische Landesregierung auf, wieder in die Investitionsförderung der Pflegeeinrichtungen einzusteigen. Und nur so kann das Land auch Einfluss auf Qualität und Quantität der stationären Pflege in Hessen nehmen. Es gibt noch mehr Möglichkeiten für ein wirkungsvolles Engagement, wie die Weiterentwicklung der Pflegehilfskraftausbildung zu einer vollwertigen und anschlussfähigen zweijährigen Ausbildung oder die Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse zu beschleunigen und dem zuständigen Regierungspräsidium für mehr Personal zu sorgen und auf keinen Fall Menschen abzuschieben, die eine Ausbildung in diesem Mangelberuf Pflege haben. Das ist zynisch und widersinnig. Das Mindeste ist ein Bleiberecht, auch wenn wir als Linke grundsätzlich gegen Abschiebung sind. Und es gibt wirklich viel zu dem Thema zu sagen. Das wäre wirklich mal eine Regierungserklärung wert, wenn die Regierung etwas dazu zu sagen hätte.
Wichtig ist mir ganz besonders, Lösungen für die vielen Familien zu finden, die ihre Nächsten pflegen, wie es der VdK so schön ausdrückt in seiner seit Montag laufenden Pflegekampagne. Eine wesentliche Forderung des VdK ist die Ausweitung der Beratung. Immer noch wissen viel zu wenige Pflegebedürftige und ihre Angehörigen über die Möglichkeiten Bescheid, Unterstützung zu bekommen. Es reicht überhaupt nicht, einen Pflegestützpunkt pro Kreis oder kreisfreier Stadt in Hessen zu haben. Auch wenn die auch mal ins Haus kommen, sind sie viel zu weit weg von den Menschen und deren Bedarf. Wir brauchen viel mehr Beratungs- und Koordinierungsstellen in Hessen. Wir brauchen noch mehr und überall unterstützende Tagesangebote, teilstationäre Angebote wie Tages-, Nacht-, Übergangs- und Kurzzeitpflege. Es kann nicht sein, dass es Landkreise gibt ohne eine einzige Tagespflegeeinrichtung. Pflegende Angehörige brauchen mehr Entlastung durch professionelle Kräfte wie Selbsthilfestrukturen. Das alles ist Teil der kommunalen Altenhilfeplanung. Da höre ich schon, na, Kommunen sind verantwortlich. Aber es ist Ihre Verantwortung als Landesregierung, diese kommunale Altenhilfeplanung tatsächlich verpflichtend zu machen und mit hohen Qualitätsvorgaben zu versehen. Verpflichtend heißt, dass die Kommunen dafür auch die finanziellen Mittel bekommen. Sonst hängt es immer an den Möglichkeiten und den Schwerpunkten vor Ort ab, wie man das tatsächlich umsetzen kann. Frau Böhm, kommen Sie denn zum Schluss, bitte? Ja, wir haben heute einige Ideen eingebracht und wir erwarten, dass das Thema ernsthaft angegangen wird, nicht nur mit einer Studie, denn alle Menschen im Land erwarten Lösungen von Ihnen, denn alle sind auch mit diesem Thema früh oder später konfrontiert. Pflege geht uns alle an. Ich bedanke mich. Als nächstes bitte ich nun Herrn Enners von der AfD ans Rednerpult. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, für die AfD gilt, und das nicht nur am heutigen Tag der Pflege, dass Pflegerinnen und Pfleger eine tragende Säule unserer Gesundheitsversorgung sind. Leider hat diese tragende Säule nicht zuletzt durch die unzureichende Politik der letzten Jahrzehnte eine ganze Reihe von bedrohlichen Rissen bekommen. Grundsätzlich ist es aber die Aufgabe der Landesregierung, dass diese Säule endlich stabilisiert wird und damit in Zukunft wieder die so wichtige Tragfähigkeit für die Gesellschaft erfüllt. Meine Damen und Herren, es geht hier um staatliche Schutzpflicht gegenüber pflegebedürftigen Menschen. Und die dafür wichtige Sanierung der Pflegesäule geschieht nicht durch blumige Pressemitteilungen des Sozialministers, sondern nur durch eine handwerklich vernünftig ausgeführte Arbeit und mit einer Weitsicht, die diese Landesregierung bis dato hat vermissen lassen. Meine Damen und Herren, ein Fakt ist, die Gesellschaft wird immer älter. Und glücklicherweise ist die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Alten- und Gesundheitspflege bundesweit im Schnitt um 5% gestiegen. Aber, und das ist das Problem, der Nachwuchs in der Pflege nimmt jedoch stetig ab. Da stellt sich die Frage, warum ist das so? Studien zum Thema Arbeitsbedingungen in der Pflege kommen letztendlich alle zum gleichen Ergebnis. Erstens die zu hohe Arbeitsbelastung. Zweitens Mangel an Mitarbeitern und fehlende Anerkennung der Tätigkeit. Und drittens, wen wundert es, die zu niedrige Bezahlung. Schauen wir doch mal auf die Aufgaben in der Pflege. Pflegerinnen und Pfleger kümmern sich um die Grundpflege wie Nahrungsbereitstellung und Körperpflege. Sie verabreichen ärztlich verschriebene Medikamente, sorgen für die notwendige Bewegung und gemeinsamen Aktivitäten der Patienten, sind oft die erste und manchmal auch die einzige Bezugsperson. Sie behalten den Überblick über die Krankheitsbilder und die Gesundheitszustände ihrer Patienten. Sie versorgen Wunden, wechseln Verbände und vieles mehr. All diese Aufgaben sind zeitintensiv und sie sind vor allem eins, sie sind anspruchsvoll. Und die Anforderungen wachsen stetig weiter.
Aber nicht nur die Anforderungen wachsen ständig, auch die Arbeitsbelastung nimmt immer weiter zu. Der bereits aktuelle Mangel an Mitarbeitern führt zwangsläufig zur Komprimierung der Arbeiten auf die noch vorhandenen Kräfte und lässt die Belastungen jedes Einzelnen immer weiter ansteigen. Beispielsweise die bürokratischen Arbeiten, welche mittlerweile gut 15% der Arbeitszeit einer Pflegekraft ausmachen. Wichtige Zeit, die in der Pflege an den Menschen fehlt. Ausufernde Bürokratie, zu wenig Mitarbeiter und damit Komprimierung der anfallenden Arbeiten auf das vorhandene Pflegepersonal führt unweigerlich zu Zeitdruck und führt zu hoher körperlicher und psychischer Belastung. Meine Damen und Herren, was tun Sie dagegen? Nun, der Sozialminister trägt mit dem Hessischen Pflegemonitor und dem Hessischen Gesundheitspakt 3.0 einen Bauchladen verschiedenster Maßnahmen mit sich. Aber, meine Damen und Herren, was nützt der gut bestückte Bauchladen, wenn keiner die Umsetzungsprobleme wirklich anpackt, um den Pflegenotstand endlich zu beenden? Dass der Sozialminister den Personalnotstand nicht zeitnah lösen kann, hat er vor einigen Tagen in der Frankfurter Rundschau auch selbst zugegeben. Er sagte dort, ich zitiere, die Personalfrage lässt sich nur langfristig lösen. Aber was heißt denn hier langfristig? Vielleicht kann er es ja mal in Legislaturperioden angeben, damit man die Aussage besser einordnen kann. Weiter führt er aus, dass es nun mit den anderen Bundesländern die nächsten Schritte gemeinsam gegangen werden müsse. Diesbezüglich sagt Minister Klose, er setze dabei auf die Bundesregierung. Meine Damen und Herren, wie so oft in der Landespolitik wird die Verantwortung gerne mal nach Berlin verschoben, um vom eigenen Unwillen wirksame Maßnahmen zu ergreifen, abzulenken. Aber für die Pflege in Hessen ist nun mal der hessische Sozialminister verantwortlich. Und am Erfolg seiner Arbeit werden die Pflegerinnen und Pfleger und die betroffenen Menschen ihn messen. Und Arbeit gibt es hier, weiß Gott, genug. Ein Punkt beispielsweise die Schulgeldfreiheit in den Pflegeschulen. Betroffen sind hier die zukünftigen Schüler und Schülerinnen, die in der Pflege gebraucht werden. Angesichts der nicht sonderlich guten Bezahlung in der Pflege ist und bleibt das aber nur ein kleiner Baustein, der aber dringend abgearbeitet werden muss. Aber wenn sich die langfristigen Perspektiven mit besserer Bezahlung, weniger Belastung und mehr Anerkennung nicht ändern, dann wird auch die Schulgeldfreiheit nicht wirklich zu einer Erhöhung an Pflegepersonal führen. Besonders dann nicht, wenn weiterhin hauptamtliche Lehrkräfte fehlen und man nichts gegen die hohe Abbruchquote macht. Ein ordentliches und stringentes Arbeiten an den Problemen in der Pflege hätte uns den hier vorliegenden Antrag sicherlich erspart. Aber bemerkenswert an dem vorliegenden Antrag ist, dass die Linken scheinbar in Teilen mit unserer Programmatik und Auffassung zur Pflege übereinstimmen. Da scheint es ja doch noch ein Funken Realität bei den Linken zwischen all den kruden Dingen wie Umverteilung und Enteignung zu geben. Wie gesagt, bemerkenswert. Allerdings unterscheiden wir uns glücklicherweise klar in einigen Punkten des Antrages, denen wir inhaltlich auch nicht folgen werden. Ein Punkt, dem wir nicht folgen und dem man, wenn man sich an unsere Gesetze hält, auch nicht folgen darf, ist hier die Forderung der Linken, Anweisungen an die Ausländerbehörde zu geben, um das Bleibe- bzw. Ausländerrecht zu ändern. Hier erkennt man deutlich, wie schwer sich die Linke damit tut, sich an bestehende Gesetze zu halten, bzw. würde sie gerne einfach per Anweisung außer Kraft setzen. So geht das in einem Rechtsstaat aber nicht, meine Damen und Herren der Linken, denn das ist Willkür. Und Willkür hat in einer Demokratie nichts verloren. Vorrang muss es jedoch haben, den Pflegenotstand in den Griff zu bekommen, indem man die Gehälter und die Arbeitsbedingungen der Pflege verbessert und zusätzlich dafür sorgt, dass die Abbrecherquote an den Pflegeschulen erheblich verringert wird, welche mit den aktuellen schlechten Arbeitsbedingungen und den Gehältern in der Pflege ja einhergeht. Und das erreichen Sie nicht durch die Änderungen im Ausländerrecht. In Bezug auf das ausländische Pflegepersonal und Quereinsteiger kann es nicht anders sein, als dass diese Menschen für den Beruf ausreichend qualifiziert sein und eine entsprechende Qualifikation in der Sprache mitbringen müssen.
Somit ist es doch mehr als fraglich, ob diese Voraussetzungen mit verkürzten Anerkennungen noch erfüllt werden können. Aber, und das muss man auch sagen, dass wir mit Abschiebungen von Personen, die hier seit Jahren in der Pflege tätig sind, es wirklich mehr als kontraproduktiv einschätzen und auch als sehr kritisch ansehen. Das sind Dinge, die sollte man sich wirklich überlegen. Wer hier jahrelang in der Pflege arbeitet, sollte auch weiter diese Möglichkeit erhalten und nicht abgeschoben werden. Eine weitere nicht nachvollziehbare Forderung der Linken ist die vollständige Finanzierung der Investitionskosten der hessischen Krankenhäuser. Während selbst der Klinikverbund nicht von einer vollständigen Finanzierung spricht, will die Linke hier wieder einmal in typischer Manier hart erarbeitete Steuergelder zum Fenster rauswerfen. Und auch der gewünschte Landesfonds zur Rekommunalisierung von privaten Krankenhäusern ist weder eine sachorientierte noch eine realistische Lösung. Soll das Land Hessen hier doppelt bezahlen? Erst werden kommunale Krankenhäuser abgestoßen, dann finanziell unterstützt, Beispiel Uniklinik Gießen-Marburg, und jetzt nach Ihrem Gedankengut wieder zulasten des Steuerzahlers zurückgekauft werden. Meine Damen und Herren, lernen Sie doch endlich mal, das Geld des Steuerzahlers so zu verwenden, wie es der Steuerzahler auch erwartet, nämlich vernünftig verwaltet und wirtschaftlich eingesetzt. Zusammenfassend kann man hier sagen, dass der Antrag nur in einigen wenigen Punkten unserer Auffassung entspricht. Denn wie so oft schießen die Linken weit über das Ziel hinaus, vor allem was der Umgang mit den Steuergeldern betrifft. Und die im Antrag gestellten Forderungen, ohne dazu irgendwelche Bedarfe zu kennen, ist am Ende auch nur Schaufensterpolitik. Daher können wir dem Antrag so nicht zustimmen und werden ihn auch in Teilen ablehnen. Vielen Dank. Für die FDP-Fraktion bitte ich nun Herrn Promny nach vorne. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn wir uns heute den Antrag der Linken anschauen, können wir feststellen, dass Sie den Tag der Pflege genutzt haben, um einmal Ihre Position zur Pflege etwas wild zusammenzuschreiben. Egal ob Bund, Land oder Kommune, da wird einfach wild alles reingepackt. Das mag für Sie am Tag der Pflege gut für die Vermarktung sein, aber wir denken, Sie entziehen uns damit hier als Parlament leider der Möglichkeit, sich gezielt mit den einzelnen Problemen und den einzelnen Lösungsansätzen vertieft auseinanderzusetzen. Ich denke, niemand hier wird ernsthaft bezweifeln, dass in der Pflege ein Fachkräftemangel herrscht. Und auch durch die Demografie unseres Landes wird sich dieser Effekt in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich noch zusätzlich weiter verschärfen. Wir haben bisher aber noch keine klare Antwort der Landesregierung auf die Frage gehört, warum sie es noch nicht geschafft haben, die Anzahl der Pflegekräfte zu erhöhen. Das ist doch die Frage. Wir Freien Demokraten sind der Auffassung, dass dies bereits kurzfristig durch eine schnellere Anerkennung von Berufsabschlüssen und der Einbindung von Quereinsteigern gelingen kann. Wir Freien Demokraten sind aber darüber hinaus auch der Auffassung, dass es ohne eine Aufwertung des Pflegeberufs nicht langfristig zu einer ausreichenden Aufstockung des Pflegepersonals kommen kann. Wir haben nachweislich eine hohe Anzahl von Pflegekräften im Land, die ihren Beruf aufgrund der Arbeitsbedingungen und der mangelnden Karrierechancen den Rücken gekehrt haben. Und hier stellt sich die Frage, warum packt die Landesregierung genau diese Problemfelder nicht mit dem nötigen Ehrgeiz an, meine Damen und Herren? Warum? Wir Freien Demokraten sind der Überzeugung, dass das Aufstiegsversprechen durch Bildung auch in der Pflege umgesetzt werden muss. Deswegen fordern wir von der Landesregierung
Bauen Sie die Pflegewissenschaften an den Hochschulen aus. Bauen Sie die Möglichkeiten zur Fort- und Weiterbildung der Pflegekräfte aus. Und bauen Sie Programme zur Rückgewinnung von Pflegekräften. Aber auch dem Arbeitsumfeld der Pflegekräfte müssen wir uns hier widmen. Eine Vollzeitkraft in der Pflege verbringt jeden Monat ca. 20 Stunden und mehr mit Aktenbergen am Schreibtisch. Und das ist die Zeit, das ist ja eigentlich die wertvolle Zeit, die bei der Pflege der Menschen am Ende des Tages dann fehlt. Und das kann ich sagen. Es bleibt die Frage, wieso hat die Landesregierung hier die Rahmenbedingungen für ein modernes und digitales Arbeitsumfeld noch nicht geschaffen? Verehrte Kollegen der Landesregierung, die E-Health-Anhörung hat doch deutlich gezeigt, dass gerade Technik und Know-how zur Entlastung der Pflegekräfte durch die Digitalisierung sogar schnell umsetzbar wäre. Dazu zählt zum Beispiel die elektronische Patientenkurve, dazu zählt der Einsatz von Smartgeräten und dazu zählt natürlich auch nicht zuletzt der Einsatz von Gesundheitsdaten. Warum genießt eine flächendeckende Versorgung der hessischen Pflegeeinrichtungen mit digitalen Hilfsmitteln keine Priorität der Landesregierung? Kollege Frömmrich, warum? Auch bei dem Thema Transparenz der Pflegeeinrichtungen nach außen müssen wir jetzt mal Tacheles sprechen. Wir Freien Demokraten vertreten die Auffassung, dass Pflegebedürftige und Angehörige die Möglichkeit haben sollten, sich über die Qualität und die Verfügbarkeit von Pflegeplätzen in den Einrichtungen informieren zu können. Bislang hat die Landesregierung da noch nichts vorgelegt. Im Gegenteil, die Landesregierung ist für das mangelhafte Informationsangebot schon Anfang des Jahres von der Bertelsmann-Stiftung entsprechend gerügt worden. Und dabei liegen Ihnen die wichtigen Kennzahlen vor, die den Pflegebedürftigen und Angehörigen bei der Information über die Einrichtung entsprechend helfen könnten. Wieso stellt die Landesregierung genau diese Informationen der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung? Meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten sind der Auffassung, dass die Landesregierung die Problemfelder der Pflege nicht ausreichend anpackt. Und das ist Fakt. Das ist heute besonders in dem Bereich der Bildung, in dem Bereich der Digitalisierung, aber auch in dem Bereich der Transparenz der Pflegeeinrichtungen besonders deutlich geworden. Aber in der Sache, das gehört zur Wahrheit dazu, in der Sache hat uns der leider oberflächliche Antrag der Linken auch nicht weitergeholfen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für Bündnis 90 Die Grünen bitte ich nun Frau Brünnel nach vorne. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen! Gute Pflege für Pflegebedürftige, gute Bedingungen für Beschäftigte und Entlastung für pflegende Angehörige – diese Aufgabe nimmt sich aus unserer Sicht die Hessische Landesregierung, soweit es in ihrer Zuständigkeit ist, seit Jahren verantwortungsvoll an. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Bereich der Pflege, da gibt es auch nichts Schönes zu reden. Es ist eine der Mammutaufgaben, vor der sowohl der Bund als auch die Länder und die Kommunen stehen. Wir haben deutschlandweit einen Fachkräftemangel, auch in der Alten- und in der Krankenpflege. Und es ist eines der zentralen Themen, dem sich die Bundes- und die Landesregierungen in den kommenden Jahren annehmen müssen. Angesichts des demografischen Wandels und der demografischen Entwicklung muss es uns gelingen, mehr Menschen für den Beruf der Pflege zu gewinnen. Und damit wird es weit mehr um nur die Frage der Bezahlung gehen. Es geht um die bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf, um bessere Arbeitsbedingungen und mehr Flexibilität. Und ja, wir brauchen eine passgenaue Pflege in Hessen. Und deswegen ist es sicherlich auch mal ganz interessant, den Blick mal auf ein paar Details zu richten.
Sie haben als Erstes in Ihrem Antrag den Bereich der Prävention erwähnt, Frau Böhm. Hessen hat im vergangenen Jahr als erstes Bundesland die Landesrahmenvereinbarung Prävention unterzeichnet. Kern der novellierten LRF ist die Intensivierung der Zusammenarbeit der Akteurinnen im Bereich der Prävention und der Gesundheitsförderung. Dabei soll ein besonderer Fokus auf vulnerable Personengruppen und auf ältere Menschen gelegt werden. Hessen kann auf die Erkenntnisse des Demenzatlasses zurückgreifen, dabei helfen, wo welche Anlaufstellen in der näheren Umgebung zu finden sind, wo es Informations- und Unterstützungsangebote gibt und wo sich Betroffene vor Ort austauschen können. Und Hessen hat ein neues Geriatriekonzept beschlossen, mit dem die Altersmedizin in Hessen entscheidend vorangebracht werden kann. Aus unserer Sicht braucht es genau diese Vernetzung von Akteuren, um einen regionalen Versorgungsverbund zu etablieren. Die Hausärzte, die ambulanten Pflegedienste, die Kurzzeit- und Langzeiteinrichtungen, die Tagespflege, all die müssen gemeinsam mit den geriatrischen Fachkrankenhäusern vernetzt sein. Und auf diesen Weg hat sich Hessen bereits gemacht. Hessen hat seit 2019 die landesweite Fach- und Vernetzungsstelle Senioren- und Generationenhilfe bei der Hage angesiedelt und fördert darüber den Ausbau von Nachbarschaftshilfen und Seniorengenossenschaften. Selbstständigkeit so lange wie möglich zu erhalten. Darum geht es natürlich auch bei dem Programm Gemeindepflegerinnen. Hier kommt die Hilfe passgenau da an, wo wir denken, wo sie auch landen soll, in der häuslichen Pflege. Denn hier werden die Menschen zu Hause unterstützt und auch die Angehörigen in der gesundheitlichen, in der pflegerischen und in der sozialen Versorgung. Zudem wurde die Novellierung der Pflegeunterstützungsverordnung vorgezogen und damit die Anerkennungsvoraussetzungen für Anbieter und reduziert und die Verfahren zur Anerkennung entbürokratisiert. Die Anerkennung des Entlastungsbeitrags für die ehrenamtlichen Nachbarschaftshelferin, das hat sie bestimmt auch erreicht während Corona, wurde weit noch einmal verlängert. Es sollte ja eigentlich erst im Juni enden, jetzt bis September. Und auch da haben wir sehr gute und positive Rückmeldungen bekommen. Und vielleicht noch ein Wort zum Ausbau der Pflegestützpunkte. Sie wissen ja sicherlich, wie sie finanziert werden. Sie sind in der Verantwortung der Landkreise, der kreisfreien Städte und der Pflegekassen und Krankenkassen. Und ich glaube, die sollten dann mit als Akteuren mit ins Boot genommen werden, wenn wir darüber sprechen. Aber Hessen hat schon drei Modellprojekte noch einmal an den Start gebracht, um auch hier mit einem individuellen Case Management noch einmal zu schauen, wie man es verbessern kann. Wir haben das im Rheingau-Taunus, in Main-Kinzig und in Schwalm-Eder. Und auch da stehen Mittel bereit, um einfach zusätzlich Personal dafür verwenden zu können, um hier Informationen auch weitergeben zu können. Und Hessen hat nicht zuletzt einen Pflegeentlastungsfonds auf den Weg gebracht, damit die häusliche Pflege und die Entlastung pflegender Angehöriger effektiv gefördert werden kann. 600.000 Euro stehen bereit in diesem Haushaltsjahr zunächst zur Ermittlung der Bedarfslage und der Angebotsstrukturen. Liebe Frau Böhm, diese umfangreichen Maßnahmen sind tatsächlich da und können Ihnen auch nicht gänzlich unbekannt sein. Und deswegen ist es für mich immer schwierig, warum oder auch von Seiten der FDP gerade eben das Bild gestellt wird, dass Hessen ein Stück weit nicht angemessen handelt, weil ich denke, was auf der Landesebene zu tun ist, das kann man machen. Aber Sie wissen genau wie wir auch, dass ganz vieles auch tatsächlich in diesem Fall auf die Bundesebene gehört. Und da möchte ich gerade noch einmal eingehen, was alles auch auf der Bundesebene entschieden werden muss. Wir brauchen bessere Rahmenbedingungen für die Kurzzeitpflege und für die Tagespflege, für den städtischen und für den ländlichen Raum. Und das hängt maßgeblich von den Finanzierungsstrukturen der Pflegeversicherung ab. Und vielleicht darf ich auf eine Debatte auch im Anfang April im Bund verweisen. Da hat Kolla Schulz-Asche zu dem Thema gesprochen, was sich in der Pflege alles verändern muss. Und sie hat auch davon gesprochen, dass es notwendig sein wird, eine Strukturreform an den Start zu bringen, dass wir mehr Prävention brauchen, dass wir mehr Unterstützung der pflegenden Angehörigen brauchen und dass wir den Ausbau der Kurz- und Tagespflege brauchen. Und sie hat sich dazu bekannt, dass das auch ein Themenschwerpunkt der neuen Bundesregierung sein wird. Und da bin ich wirklich sehr froh darüber. Was die Bezahlung anbelangt, hat der Bund bereits reagiert. Er hat eine deutliche Verbesserung der Mindestlöhne in der Altenpflege. Man hat sich darauf verständigen können. Mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz ist eine Tarifbindung im SGB XI eingeführt worden, die dann ab September 2022 greifen soll.
Hessen finanziert, das war hier auch schon angesprochen, finanziert die Schulgelder in der Altenpflegeausbildung, ist vielleicht noch mal in die Richtung, und beteiligt sich an der Aktion Ausbildungsoffensive und Aktion Pflege. Und vielleicht noch mal, um auch auf verschiedene Programme hinzuweisen, die ja schon seit langem auch in Hessen stattfinden und vielleicht jetzt auch bei diesem Aspekt untergegangen sind. Das Programm Sozialwirtschaft integriert ist ein sehr erfolgreiches Programm und deswegen wird es auch in 2022 fortgesetzt, nämlich mit 7,2 Millionen. Und das ermöglicht gerade das, was eben hier angesprochen wurde, nämlich Menschen mit Flucht- und Migrationsgeschichte eine Ausbildung unter anderem eben als Erzieherin oder als Pflegekraft zu geben. Und ich denke, auch damit sind wir auf einem guten Weg hier in Hessen. Auch die Landesinitiative Pflege in Hessen integriert zielt auf die Gewinnung von mehr Fachkräften ab. Und ich denke, wir sind uns alle einig, wir brauchen mehr Pflegerinnen und Pfleger. Und wir wünschen sie uns wirklich alle sehnlichst dabei. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir die Bemühungen wirklich zusammenbringen und schauen, dass wir gemeinsam Bund und Länder auch schauen, wo wir da noch Verbesserungen und Geld ins System bringen können. Und ein Beispiel, wo auch Bund und Land zusammen agieren, ist zum Beispiel im Bereich des Digitalpakts. 5,8 Millionen stehen hier für die Digitalisierung der schulischen Ausbildung von 20 bis 24 zur Verfügung. Und ich glaube, das ist auch ein klares Zeichen, wo wir hingehen möchten und wie wir den Bereich der Pflege hier in Deutschland, aber auch in Hessen weiter voranbringen wollen. Es ist jetzt schon vieles gesagt worden. Ich möchte noch mal auf den Bereich, Sie haben wirklich sehr vieles in diesen Antrag hineingemischt, auch was die Krankenhaussituation angeht. Vielleicht dazu noch mal ein Wort, was die Krankenhauslandschaft angeht. In 2022 überschreiten wir die Marke von über 300 Millionen Euro. Wir haben in 2021 die Pauschalförderung um 120 Millionen Euro erhöht. Und Hessen ist nach wie vor damit an der Spitze der Bundesländer, was auch die Ausstattung unserer Krankenhäuser angeht. Und ich kann wirklich hier mit Fug sagen, wir haben wirklich die Gesundheitsversorgung auch in den wirklich schwierigen Zeiten von Corona aufrechterhalten. Und ich denke, so schlecht steht da auch das Land Hessen nicht da. Vielleicht noch mal zur Debatte um die deutsche Krankenhauslandschaft und um die Frage der Rekommunalisierung und Privatisierung von Krankenhäusern und um die Forderung der Verstaatlichung. Vielleicht nur so viel dazu. Im Blick sollte immer sein die Versorgungssicherheit und die Versorgungsqualität und nicht, ob das, welches der richtige Weg ist, sondern dass wir da tatsächlich sagen, was wollen wir denn tatsächlich vor Ort gewährleistet haben, Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit. Gewundert hat mich, dass Sie in den Antrag auch noch die Debatte ums UKGM mit reinbringen wollten. Ich glaube, das wird jetzt hier in diesem Rahmen sicherlich die Debatte sprengen. Sie haben ja heute auch zeitgleich im Bund eine Debatte zur Pflegepersonalregelung 2.0. Und ich kann nur dazu so viel sagen, dass die Regierungskoalition im Bund dazu ja auch bereits eine Koalitionsvereinbarung getroffen hat. Und ja, natürlich, es sollen die Arbeitsbedingungen schnell und spürbar verbessert werden. Auch zur 24-Stunden-Betreuung, was Sie angesprochen haben, über die Bundesratsinitiative, kann ich nur sagen, ja, na klar, wir brauchen da eine rechtssichere Grundlage, um dann wirklich auch diesen Bedürfnissen auch im Bereich der familiären Betreuung gerecht zu werden. Dass wir angesichts der demografischen Entwicklung bei der Gewinnung von Pflegekräften, bei der Entlastung von Angehörigen und vor allen Dingen bei dem Ausbau von Kurz- und Tagespflege noch nachsteuern müssen, auf allen Ebenen, das ist, denke ich, doch hier unumstritten. Schlussendlich wird vieles davon abhängig sein, wie wir die Berufe in der Pflege auch wertschätzen und wie wir sie auch gemeinsam gesellschaftlich honorieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Brünnel.